Jo. Toll gemacht. Ich habe zwei Blöcke im Inventar, die kann ich setzen. Wow, zwei Blöcke. Ja. Welche Höhe sind wir oder bist du? Ich komme auf den. Ja, gut, nein, ich habe ja noch eine Spitzhacke dabei, womit ich nicht wirklich was abbauen kann. Oh, okay, hier bin ich hochgekommen. Und wieder runtergefallen. Alles klar, also. No. Ike ist mal wieder der Überpro hier. Kann man zu euch in den Channel. Ja, musst du die mal hoch? Kann man zu euch in den Channel, ja. Das ist eh nur der. Hi. Hallo. Nee, muss man Melvin auch bitte hoch. Ich wollte gerade fragen. Ich bin nur kurz da. Scheiße. Oh, hallo. Hi. Gut, ich komme, damit du da nicht so alleine rumgehst. Ich komm nicht mehr aus dem Loch raus. Ich bin fast dort. Scheiße. Läuft super bei euch. Ja, super Start. Ich war gerade auf der Suche nach Dungeons, aber irgendwie, ich finde keine. Au. Ich wette, ich bin der erste Tote. Nee, wir haben schon jemand Totes gehabt. Echt? Darky ist schon gestorben. Oh. Ich meine, der erste ist unser Team. Ich habe eine Frage an euch. Ja. Schon. Habt ihr schon Lava? Nein. Wisst ihr, wie wir an Lava kommen? Oh. Nein. Okay. Einfach hier ein. Nee. Und das Zeug liegt doch nicht mal dort. Was ist das denn für ein... Ja, mein Grabstein. Wo ist mein Grabstein? Im Grabversteck. ja, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich komme hier aus dem Loch nicht mehr raus. Nee, du bist ja unterwegs, verdammt. Ich bin aber neben unseren Bases. Da ist irgendwo ein Loch. Ja, ist gut. Ich bin ja dabei, wieder Sauerstoff zu holen. Also. Mann, ich... Bin ich so in dem Lack? Möchtest du darauf eine Antwort? Nein. Du kommst ins Inventarstein. Du. Sehr schön. Den habe ich da hingesetzt. Wenn ich den dann dort hinsetze. Ne, geht nicht. Sonst ist ein Zombie in der Basis. Jetzt lass mich doch mal da. Der lässt mich da einfach nicht in die Kohle rein. Okay. Was machst denn du, Schatzi? Spielst du mit deinen Freunden? Da war ein Zombie in unserer Basis. Wieso in? Der dürfte gar nicht reinkommen. Der ist aber drin. Okay. Yeah. Oh, das hat geklappt, sehr schön. Oh Mann. Au. Ja, ich muss darüber. Jetzt ist ja die Hölle los. Ach. So. Ich bin gleich draußen. Das Flaut, da. Was bist du? Du bist irgend so ein Fliegevieh, was der Zweck ist. Das ist mal gucken. Das hat mich auch verlassen. Ja, der Dürf müsste doch aber dann wiederkommen. Ja, der hat gesagt. Ja, der muss im Real Life da was regeln. Ernsthaft, jetzt springe ich an die Decke und lande wieder unten. Du Bullet. Ey, jetzt reicht hier aber. Ich komme gerade ernsthaft nicht drauf klar, wie ich an Lava komme. Jetzt. Hier ist wieder das Käseerz. Barrel. Es war doch, In den Crucible, ja, und du, wie befeuerst du den Crucible? Mit, normalerweise mit Fackeln, aber Fackeln gehen automatisch aus. Und Glowstone Torches funktionieren nicht. Das meinst du, ist das Modpack nicht so gut? Das ist die Frage, ob das Modpack so
unschlau ist, dass es eingeschaltet hat. Irgendwie muss man da rankommen. Habt ihr es denn schon mal ausprobiert mit den, Ghost and Torches? Habe ich auch schon ausprobiert. Schon mal die Quests durchgeguckt, ob es irgendwo ein Lava-Eimer gibt? Putting Stone, bei der Quest besteht, Putting Stone in a Furnace, you can get Lava. Mir wird aber kein Rezept dazu angezeigt. Hast du schon mal das Questbuch durchgeguckt, ob es irgendwo eine Quest gibt, wo du einen Lava-Eimer bekommst? Und vor unserer Basis ist jetzt ein Riesenloch. Das war klar. Bekommst du nicht. Ich hoffe, das hat nichts Wichtiges zerstört. Nee. Ich sage vor unserer Basis, nicht in uns. Nein, da bezogen auf nein, du bekommst vor nirgendwo Lava. Du weißt, dass das über 100 Quests sind, ja? Und du hast alle Quests wirklich durchgeguckt? Ich habe das Questbuch schon durchgespielt einmal. Also, ich habe das Modpack schon mal gespielt gehabt, ja. Okay. Und damals hat man nur Lava über einen Random Reward bekommen. Na dann. Müsst ihr eure Party auflösen, dann kriegt ihr alles dreimal. Was war das mit den Koordinaten? Minus 128 oder so, ne? 41 und 200. Alter, wo jetzt bin ich denn hin? Ich muss in die Richtung. Och. Ich war jetzt mal auf Dungeon-Suche, ich habe kein Dungeon hier gefunden. Jo, hier sind überall Meteore, also ich bin schon mal ganz in der Nähe. Komm nicht in unsere Basis. Sonst bin ich tot. Ich bin gleich da, Schatz. Gut, ich hab hier grad, mal die Viecher. Ich hab hier gerade einen richtig geilen Anzeigefehler. Ich kann unter die Erde gucken. Ich hab kein Dungeon unterirdisch gesehen. Also werden die deaktiviert sein. Ja, auf dem Mond sind die deaktiviert, das hätte ich dir sagen können. Toll. Warum sagst du das? Warum hatten wir dann aber in Sky dann die? Da waren sie deaktiviert. Ja, weil du hier die Blaupause direkt von Anfang an hast. Die erste. Schatzi, ich frag dich jetzt noch einmal nach den Koordinaten. Wie waren die Koordinaten? Minus 40. Minus. Hä, du hast doch irgendwas... Minus 40, 200. Du hast aber vorhin kein Minus gesagt, wo ich dich gefragt hatte. Ja. Nein, ich habe das in der Aufnahme. Ich hab's gesagt. Meiner Meinung nach habe ich's gesagt. Hallo. Hi. Hi. Jetzt, ich muss jetzt noch 200 Blöcke in die Richtung hoppen. Ich wäre schon lange da gewesen. Mist. Ach, da ist Licht. So, jetzt gucke ich mir erstmal das Loch an. Wie kommt der Zombie in unsere Basis? Ich habe keine Ahnung. Cassie kommt online und... Toll, die Zombies, ne? Sorry. Ich guck mal bei euch. Online. Welches war jetzt unser Haus? Das hier. Da, wo ich drauf kämpfe. Was ist das? Ich lock mich doch auch erstmal. Oh, Leute, was denn das für ein Loch? Bis gleich. Bis gleich. Essen. Ach so, okay, ja. Lass dir schmecken. Schnell hier rein. Wo sind die Tanks? Da. Ich hoffe, unseren Bäumen geht's gut da draußen. Da standen keine Bäume an der Stelle. Ich repariere euch das Loch. Pass auf, Spinne. Oh.
Da war jemand puff. Warum sind hier jetzt plötzlich zwei Spinnen, Alter? Das ist so... Aua. Rein, bitte. Oh, die Tür geht nicht mehr zu. Na, dann bist du zu nah dran. Nein, da ist gerade was weggegangen. Nein. Ja, toll. Und jetzt? Aber die war gerade noch zu, als ich daneben stand. Hat jemand den Block eingesammelt? Weil nach der Sprengung war das Ding noch zu. Ich habe mich danach noch umgeguckt. Ja, wenn ein Block fehlt und es ist noch zu, ist es auch zu. Aber wenn du das dann öffnest, bleibt es offen, weil ja eben dieser Block fehlt. Da, ja, dieser Block. Ja, geil. Da haben wir keine Luftschleuse mehr. Ja, und nun? Ich setze mich dran, neue zu bauen. Oh, ich sehe die Sonne. Kompressor. Da müssen wir jetzt erstmal was anderes hinsetzen. Ich mach eine Holztür. Das geht ja jetzt nicht anders. Jo. Tut mir leid. Ich wollte euch eigentlich nur helfen. Kein Ding. Habt ihr noch irgendwas dazu gemacht, als ich weg war? Keine oder Ahnung, irgendwas Neues? Ich war jetzt 20 Minuten unterwegs. Ich weiß es nicht. Ich brauche aber erstmal Luft. Wo warst du unterwegs? Ich habe nach Dungeons geguckt, bis man mir gesagt hat, hier gibt's keine. Oh, wow. Sowas wie eine Schaufel haben wir noch nicht, ne? Nee. Aber es ist eine Quest abgegeben worden, auf jeden Fall. Ach hier, das mit dem Grabstein. Warum ist hier oben das Gedöns drin? Das ist doch hier unten. So, ja gut. Ja. Wir brauchen jetzt Kohle. Ne? Wie bekommen wir Kohle? Gravel 7. Nein, jetzt. Okay. Aber ich will jetzt mal hier was gucken. Ohne das Gute geht das ja nicht. Shit. Ich wollte was anderes gucken. Das da. Und Gravel bekomme ich wie? Nochmal? Stein klein hauen. Mit Hammer? Ja. Du bist geil. Hammer? Man kann aber auch Mondstein einfach sieben. Echt? Ja, dann bekommt man diese Broken Aluminium Ore, Lapis und all das Zeug. Oh lol, Tatsache. Einfach Moonrock. Hallo, ich habe erstmal Glowstone und Redstone. Gut. Danke. Krass. Danke dir. Deshalb sage ich, da haben wir schon mal eine Schaufel, damit ich das vielleicht ein bisschen schneller abbauen kann. Was machst du mit der Spitzhacke draußen abbauen? Wow. Dann mach dir eine Steinspitzhacke. Creeper, Hilfe! Nein, Eis! Hier, wir müssen... Vielleicht doch so einen anderen Eingang. Wir müssten vielleicht mal anfangen, bei uns vorne alles auszuleuchten. Ah, das ist vielleicht mal ganz sinnvoll. Hier, kannst du fünf Glowstone-Fackeln machen. Geht das? Oh, ja, okay. Du kannst nur Glowstone-Fackeln nutzen. Aber vorm Haus steht ein Creeper. Dann töte ihn. Wieder alles durch, Töte es, bevor es Eier legt.
creepy. Ah, Mons. Jo. Ups. Okay, jetzt weiß ich, wie ich an Lava komme. Wie? Und für alles drunter stellen. Geht. Oh, hast du es mal auch mit einer Redstone-Fackel versucht? Funktioniert auch nicht. Okay. Das funktioniert standardgemäß eigentlich nicht. Ja, gut. Aber ein Furnace und da irgendwas drin braten, dass der gepowert ist. Ja, gut, wenn das geht, dann ist ja gut. Melting Speed von 1,5. Besser als eine Fackel. Oder Lava. Lava hat bis 1,5. Nee. Lava hat einen Dreier meld, nee, einen Neuner und eine Fackel eigentlich einen Dreier, wenn ich mich nicht komplett vertue. Nee, also bei unserem Sky-Projekt ist eine Fackel hat eine Einer. Und Lava hat Zweier. Dieses scheiß Skelett. Soweit ich weiß. Hm. Dann sehen wir ja gleich. Ja, genau. Und dann können wir uns weiter streiten. Es kann auch sein, dass sie es irgendwann mal angehoben haben, weil ich weiß zum Beispiel. Am besten. Nein, haben wir nicht. Schade. So. Dass die Super Heating Source von Mechanism den Melting Speed von. Leute, mittendrin in der Aufnahme erstmal die Aufnahme abgebrochen. Läuft. So, ich setze mal hier Fackeln drauf überall. Gut. Einfach mal so eine Runde hier rumrennen. Damit wir ungefähr wissen, bis wohin wir ausleuchten müssen. Ja. Damit uns die Mobs nicht gleich wieder sehen. So, jetzt brauche ich nur noch einen Diamant. Ich glaube, der fehlt uns auch noch. Ne, den haben wir mittlerweile. Da unten sind ein paar Zombies. Fisch and Was? Was? Fish and a Rice Cake. Ach, sozusagen Sushi. So. Ich hatte vorhin Fisch, Rice Cake without Fish. Oh. Ein Zeichen. Kann man irgendwas mit Rotten Flash machen? Kompostieren für Erde. Denk einfach nur an Sky zurück. Ja, ich bin vergesslich. Du bist ein kleines Dummchen. Hey. Hier habe ich noch was, kannst du auch durchsieben. Das, das und das. Ja, auf mir das wieder zuzuwerfen. So. Jo, das heilt voll gut. Dann